So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge. Wow, man sieht das von der Kamera sogar, mein Laptop. Die Kamera hat so einen weiten Winkel, das ist ja ab, ist ja krass. Ja, muss mal gucken, vielleicht hänge ich mal das Bild da ab. Du kommst nach da. Du kommst noch da, da, das Bild hänge ich mal ab. Mach dafür mal da so Bilder ran und da so Bilder ran. Aber nicht so eine Art Bilder. Oh, Alter, ist ja hier komplett. So eine Art von Bilder mache ich da nicht ran. Sondern dann eher so die gute Art von Bildern. Ihr wisst wahrscheinlich schon welche. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen mal das da. Und dann machen wir mal hier mal weiter. Let's go. So. Okay. Genau, wir waren dabei, uns über diese Füße zu beschweren, weil die so ultra klein ist. Das heißt, wir klauen jetzt mal das zweite Beet da, weil die kommen. Nahrung haben wir mehr als genug. Wir gehen direkt zu unserem Boot und dann umschwimmen wir mal hier diese Insel. Gucken wir mal, ob wir noch eine weitere Wüste finden, weil die hier ist ja keine Wüste, das ist ja Buddelkasten. Mehr nicht. Kommen wir hier rein? Ja, naja. Viel schneller sind wir damit auch nicht. Aber wir haben immerhin jetzt zwei Rüstungen bekommen. Also zwei Rüstungsteile. Das ist ja auch schon mal was. Tja, ich würde mal sagen, dann müssen wir auf kurz oder lang vielleicht doch eher uns mit der Idee vorlieb nehmen, hier ganz, das ganz, die ganzen Ton hier abzubauen und Ziegelsteine zu brennen, weil das mit dem Sandstein scheint wohl nicht so glücklich zu laufen. Das ist ja eher Katastrophe. Die Sonne ist schon wieder unter. Die Sonne geht schon wieder unter, ne? The fuck? Ich habe mal hier meine Fackel in die Hand. Guck mal, da ist eine Höhle. Ach nee, ach doch, doch, ist eine richtige Höhle. Wollen wir da mal reingehen? Sieht ja schon ein bisschen interessant aus, ne? Ich meine, ich glaube kaum, dass wir da irgendwas super Interessantes finden werden, aber who knows? Vielleicht ist ja ein geheimer Schatz drin, den der Map-Chat extra nur für uns platziert hat, so wie hier zum Beispiel. Das sieht doch original aus wie ein Eingang. Aber hier ist nur Wasser. Okay. So, ja, die Sonne geht munter weiter unter. Munter weiter unter. Ja, nee, ist klar. Sieht schon geil aus, ne? Gut, das da weniger, aber das hier sieht schon. Wow, wie. Ach so. Ich dachte gerade schon, das ist ein Tempel oder sowas, aber es ist einfach nur Sandstein, so wie jeder Sandstein gleich aussieht. Oh nö, ist bloß eine ganz normale kleine Grotte. Hier geht es noch ein bisschen weiter runter, aber alles am allem. Oh! Oh, da unten ist Lava. Oder eine Mine. Eins von beiden auf jeden Fall. Was tue ich hier gerade? So. Ne, da gehen wir nicht lang. Wir wollen jetzt keine Minen erforschen, sondern wir wollen Wüsten erforschen. Das sieht schon geil aus, ne? Oh, wir können ja. Mit so Fackeln rumlaufen ist echt cool, ne? Wieso sieht denn der Mond so komisch aus? Ach, das soll einen Halbmond darstellen. Dachte gerade, warum ist der Mond so zusammengequetscht, aber das ist so, ja, interessant. Sehr interessant. So, let's go. Oh. Okay. Da kommt das Ding nicht so ganz hinterher hier. Hey. Eigentlich müsste auch das Licht hier wieder verschwinden, oder nicht?
Ja gut, dann nicht. Dann bleibst du halt. Also, interessant. Ich dachte eigentlich, da ist ein ABM drin, der denn die Fackel, das Fackel nicht wieder entfernt. Oder kann es sein, dass es einfach nur nicht zum Client gesendet wurde? Wait a second, ich melde mich mal kurz ab, ja? Ja. Dann melde ich mich mal wieder an. So. Ja, siehst du, okay, Licht ist weg. War also wirklich nur, dass der Server das Update da nicht zum Klienten gewendet hat. Dass der Klient dachte, dass da, also mein Programm hier noch dachte, dass da Licht ist. Nicht, dass jetzt die Welt zerschossen ist durch sowas. Weil ich meine, solange wie die Mod drauf ist, ist das nicht wirklich weiter schlimm, weil dann hast du halt einfach nur Licht, wo normalerweise kein Licht sein sollte. Aber wenn du dann irgendwann diese Mod wieder entfernst und dann noch so eine Lichtblöcke da irgendwo sind, ist das hinten nie. Ja doch, ist das Dorf. Also Village. Wenn du dann die Mod wieder entfernst und dann auch noch so irgendwelche Blöcke hast, wo Licht ist, dann hast du da auch haufenweise anderen Blocks. Und das wäre nicht so geil. Schwimm mal hier. Schwimm! Goddammit! Kauf dich mal Führerschein hier. Tja, hier ist wieder alles grün. Aber vorhin hat mit dem Boot so wunderschön funktioniert und jetzt hakt es wieder so wie früher. Liegt's an der Fackel? Ja, tatsächlich. Jetzt ohne Fackel geht's wieder. Guck mal, in der Wüste. So, sieht aber erstmal aus wie eine normale Wüste. Aber mal gucken, wie groß die ist. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Da ist ein Sandburg. Kriegen wir ganz viele Kisten. Sehr schön. Oh, das ist ein Creeper. So, da ist der Eingang. Sehr gut. Gehen wir da mal hin. So. Wir machen es mal einfach. Oh. Hä? Scheiß mir schon voll. Du kannst auf jeden Fall weg, du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg und du kannst weg und du kannst auch weg. Du kannst weg. Schau mal. Danke. Oh. Verzaubertes Buch, Köder? Enchanting. Alter, wir müssen uns definitiv mit diesen ganzen Enchanting-Sachen auseinandersetzen. Ich habe da keine Ahnung. Köder? Kann ich damit viel?
Tiere besser zähmen oder was? Oder wer oder wie oder wo? Oder kann ich damit Angeln bauen? Oh, goldener Apfel. Kann ich damit irgendwie Angeln bauen? Ich nehme mal die ganzen Strings hier auch noch mit. Wäre ja Verschwendung, die hier zu lassen. So, achso, wir brauchen ja noch irgendwas, um uns wieder hochzubauen. Dann nehme ich mal das hier. Und dann, nehmen wir noch das ganze TNT mit. Brauche ich aber Platz im Inventar. Was könnte ich wegschmeißen? Ach, hier, guck mal, die Blumen kann ich wegschmeißen. Weg damit. So. Hey, komm nicht ran. Was kann ich wegschmeißen? Das kann ich wegschmeißen. Genau. So. Machen wir es mal so hier. Fuck, kommt hoch genug. Dann bisschen Holz. Reicht. Cool, jetzt haben wir sechs, neunmal TNT. Ist auch ganz geil. So. Aber das war's. Ich habe schon wieder mit der Wüste. Dahin, ach, guck mal, hinten geht's weiter. Gut, dann fahren wir da mal mit dem Schiff hin. Oder mit dem Boot. Ist ja leider noch keine richtige Yacht hier oder so. Dann nehmen wir die Äpfel. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Aber wenigstens sind wir mit dem kleinen Bötchen schon mal insgesamt schneller. Vor allen Dingen dann auf dem Heimweg sind wir schneller als zu Fuß. Ja. Das freut mich ein bisschen. Auch wenn wir erstmal zu unserem Boot hinlaufen müssen, weil wir es nicht mitnehmen können. Was ultra behindert ist, aber gut. Was willst du machen? Ein Licht am Ende des Tunnels. Hier ist aber gar nichts. Was ist denn hier? Ich sehe was, was du nicht. Das ist Urzweiler. Ah, okay, wow. Cool. Wow, Kreisverkehr. Immer schön links halten. Sonst gibt es direkt 2 Punkte in Flensburg. So, haben wir noch mehr Kisten? Das Schöne ist, durch sowas haben wir immer schon Gelegenheiten, wieder rausschwimmen zu können. So können wir es hier nicht allzu sehr verlaufen. Sondern können einfach immer wieder auf die Meeresoberfläche und dann einfach nur nach unserem Boot Ausschau halten. Das sollte problemlos möglich sein. Ich hoffe übrigens, man hört meinen Lüfter nicht allzu laut. Ne? Ich habe hier so die ganze Zeit so keinen Lüfter laufen. Aber ich glaube mal vorhin draußen die Flex hat man Diller gehört als mein Lüfter. Ist aber immer so, ne? Wenn man Aufnahmen machen möchte, müssen alle Krach machen. Oh, schönes Gebiet hier. Oh, geil, Melonen. Das ist ja krass. Kürbis.
Das hier brauchen wir auf unbedingt halt, ne? Da lasse ich sogar mal Stöcker hier. Wobei, lieber eher den Sand, den brauchen wir am wenigsten. Namensschild. Ja, leck mir am Arsch. Da lasse ich mal. Was habe ich denn dafür hier? Das Holz würde ich gerne mitnehmen. Die Schienen können wir eigentlich hier lassen. Brauche ich eh nie im Leben. Und selbst wenn, können wir immer noch auf der Suche nach Schienen gehen, weil da kriegen wir so viele. So. Okay, jetzt endet es wieder. Gut, dann gucken wir mal, ob da, wo wir gerade das Kies fallen lassen haben, wir an die Oberfläche schwimmen können. Ja, sieht gut aus. Es ist halt echt immer noch Nacht. Ich glaube das nicht. So, das Boot ist. Da hinten muss es irgendwo sein. Hier war ja das Licht, wo wir reingestürzt sind, an hier hinten. Das ist auch Licht. Da ist Licht, weil wir da wieder Sachen kaputt gemacht haben. Und weil es hier wieder durchs Wasser durchscheint. So, aber unser Boot war da. Da sehe ich sogar. Ganz schwach kann man es erkennen. Schwarz auf dunkelblau ist immer ein bisschen schwer zu erkennen, aber. So, wir müssten da lang. Kommen wir hier durch oder ist das eine Sackgasse? Sieht mir aus wie eine Sackgasse. Ah ne, könnten wir durchkommen. Ja doch, wir kommen durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt geht's wieder mit dem Schwimmen, ne? Auch mit Fackel. Oh ja, wer weiß. Vielleicht hat vorhin der Server ein bisschen gehangen, weil er die ganze Welt generieren musste in der Gegend. Weil ist ja hier alles Neugebiet, ne? Das heißt, der Server muss das Ganze erstmal schön generieren. Das ist übrigens auch das, was ich letztens meinte, mit Mindclone, wo ich gesagt habe, dass Mindclone wesentlich mehr Rechenleistung verbraucht. Also jetzt nicht unbedingt so beim normalen Spielen, da gar nicht mal so sehr, sondern halt vor allen Dingen beim Erstellen von neuen Mapgebieten. Also der Map-Gen, der verbraucht halt sehr viel Leistung bei Mindclone. So. Hallo, kann ich bitte. Ich kann nicht mehr. Ach, jetzt. Da hinten ist so hell. Ich will da hin. Helle Sachen ziehen mich magisch an. Wobei, so hell wie es da hinten ist, kann eigentlich fast nur Lava sein, oder? Und da hinten sieht es aus wie Dschungelbiom. Ja, guck mal, hier, Desert. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Desert Sand. Nice. Cool. Dann war die Aktion ja voll Erfolg. Sehr geil. Problem ist nur, so Inventar ist jetzt mittlerweile auch ganz schön voll. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht, ich meine, wir wissen ja jetzt, wo die Wüste ist. Vielleicht fahren wir doch erstmal nach Hause und laden mal ein bisschen Inventar-Stuff ab. Bevor wir dann hier die große Tour machen. Ja, siehst du, Lava. Weil hier ist genau der Scheiß, den wir brauchen. Das sieht so extrem rosa aus hier. Holy moly. To death Note. Ist das überhaupt das Richtige? Sieht fast so aus. Roter Sand, ja. Red Sand? Nee, ist kein Desert Sand. Scheiße. Nö. Roter Sandstein? Ah, doch, ist es aber. Ja, okay, doch. Das heißt, das ist genau das, was wir brauchen. Cool. Dann haben wir also schon mal eine Quelle dafür gefunden. Gut. Dann gehen wir doch nochmal nach Hause, leeren wir unser Inventar aus und dann gehen wir wieder hier hin und bauen das gesamte Gebiet hier ab. Das Schild eine Spinne auf dem Sand. Easy. Warum auch nicht? Oh, hallo. Oh, du Süße. Schnuck, schnuck, schnuck. Na gut, lassen wir mal Ruhe. Da brennt ein Zombie. Wie kann ein Zombie im Wasser brennen? Das ist doch schon wieder ein Ding der Unmöglichkeit. So, wenn ich jetzt richtig trianguliere, müsste unser Haus in die Richtung liegen. Oder?
Das ist ein Enderman. Was macht denn der da? Hat der keine Freunde? Oh, Alter, guck mal, da fließt Wasser runter. From the Berg. Interessant. Ja, gut. Vielleicht habe ich auch falsch trianguliert. Ich hoffe. Okay, wir bleiben mal lieber am Ufer. Irgendwie verliere ich gerade mein Vertrauen in meine Ortungskünste. Doch, genau, hier ist die normale Wüste. Bin ich verwirrt. Doch, klar, genau, doch, genau, doch, war richtig. Wir müssen hier dran vorbei. Da ist das Ding, wo wir vorhin reingeguckt haben. Das heißt, hier können wir dran vorbeischwimmen und dann kommen wir da auf unser Haus zu. Das müsste genau passen. Das heißt, wenn wir von unserem Haus gerade durchschwimmen, kommen wir quasi direkt da hinten auf den Sandstone an. Auf diesen Red Sandstone. Gedingsgedöns. So, mal gucken. Ob wir jetzt hier richtig schwimmen. Da kommen große Felsen. Ich glaube, wir schwimmen doch nicht richtig. Ah, Kacke. Ich meine, letztendlich verschwimmen können wir uns nicht, weil wir müssen einfach nur immer nur am Ufer lang fahren. Okay, hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir können gleich mal dran vorbeischwimmen. So, mal gucken, ob die Luftlinie wenigstens einigermaßen stimmt. Da wo ich gerade hingucke, da müsste unser Haus sein, in die Richtung. Ich hoffe es. Wenn nicht, haben wir uns dicke, fette verfahren. Mal wieder. Aber wie gesagt, so schwer zurückzufinden ist es nicht. Wir müssen einfach nur uns immer an diesem Ufer halten. Ja, doch, genau, ist richtig. Da müsste jetzt gleich unser Haus auftauchen. Weil hier ist nämlich der Strand, wo wir am Anfang waren. Genau, das ist das Hexenhaus. Ja, easy. Der passt es doch. Das heißt, wir können von da hinten direkt in die Richtung durchschwimmen und müssen dann direkt auf das Red Sandstone-Gedingsgedöns da kommen. Ist doch praktisch. Ist doch geil. Holy moly shitty. What the fuck? Wo kommt denn der Hügel da jetzt her? Bin ich hier doch falsch? Ne, doch da hinten. Da ist der Strand, da müsste auch gleich unser Haus kommen. Wir, wenn nicht. Oh, ich bin so aufgeregt. Und komm. Ja, nice. Nicey-dicey. So, wie gesagt, dann müssen wir einfach nur dann später von unserem Haus in die Richtung schwimmen, gerade durch und dann kommen wir direkt auf die Wüste. Easy, passt doch. Hashtag läuft doch. Okay. Siehst du, und dann meine ich halt, ne, der Rückweg, der geht halt wirklich relativ schnell. Das ist schon geil. Wir bräuchten hier noch so ein Bootsanlegesteg oder irgendwie sowas, ne? Doink. So, dann geben wir dem Pferd gleich mal einen direkten Namen. Haben wir hier so ein wunderschönes Namensschild. Ist doch schnieke und wir haben dreimal Diamanten. Wie geht das? So geht's nicht. Was? Ey, chill. Rechtsklick geht schon mal nicht. Okay. Gibt's noch was? Na, jetzt hab ich's gegessen. Ich wollte es dir zu essen geben. So, ich hoffe, jetzt geht's ihm wieder besser. Besser. Nachdem ich mich fast umgebracht habe, wie kann ich dem denn etwas geben? Wie war denn das? Wie habe ich die Rüstung angelegt? Namensschild. Gibt es irgendwie eine Hilfe dafür? Wow. Wow. Ja. Grundlagen, Werkzeuge, sonstige Gegenstände. Namenstag, Namensschilder. So, Benutzung. Bevor Sie einen Namen benutzen können, müssen Sie sich an Ihren Am. Ach, ah, okay. Okay, wir müssen das erst benennen mit dem Amboss.
Ja, okay, gut. Das heißt, wir brauchen noch einen Amboss. Kacke. Amboss ist aber leider sehr teuer. Amboss kostet 15? Nein. 12? Nein, viel mehr. Wir brauchen 36 alleine für die Stahlblöcke. Und dann nochmal, wir brauchen 40 Eisen für so einen Amboss. Weil wir brauchen ja vier Stahlblöcke und dann unten noch diesen Fuß. Mach kurz, bin ich dumm. Achso, das ist ja gleich. Amboss. Okay, gut, wir brauchen nur drei Blöcke. Okay, gut, dann brauchen wir immerhin 3 mal 9, also schon dadurch schon 27. Und dann halt hier unten nochmal 4. Also 31 Stahlbarren. Doch schon heftig. So, was wir gleich mal machen könnten, ist hier dieses komische Wasserdings hinstellen. Das hier. So, und dann haben wir hier noch Platz für einen Amboss später. Wie viel Eisen haben wir denn gerade? By the way. Ein. Oh, das ist aber viel. Achso, guck mal, hier haben wir noch eine Menge. Ja, machen wir einen Amboss? Ich sag mal so, warum nicht? Ne? Ich meine, wir haben ja jetzt, hier haben wir auch noch mal ganz viel Eisen. Also Eisen haben wir echt mehr als genug dafür. Und ich hoffe mal, so ein Amboss hält eine Weile. Wenn nicht, heule ich mal. So, 1, 2, 3. Scheiße. So, bam, 3. So. Ich hoffe, das war jetzt keine Verschwendung. Wenn doch, heul ich später. Tada! Oh, perfekt. Jetzt würde ich aber gerne, dass die Kisten noch ein bisschen weiter hier in die Mitte kommen. Eigentlich müsste ich dich da hinten abbauen können, ne? Ja, hat funktioniert. Und jetzt muss ich das ganze Zeug hier nur noch umscheffeln. Das ist natürlich super bequem gerade. Das ist ja Kacke. Eine Scheiße. Kacke. Bitch. Arsch. Scheiße. Kacke. Arsch. Arsch. Okay, komm. Wir packen jetzt mal unser Zeug da rein. Leeren unser Inventar. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Rumdingsen. Und wir haben endlich Melonsamen. Geil. Können wir am besten direkt gleich mal einpflanzen hier. Bevor wir es vergessen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geil. Das wird ein Spaß. Aber wie gesagt, sobald du halt Melonen hast, hast du halt ausgesorgt. Da brauchst du nichts anderes mehr im Leben. Ja. Da bist du glücklicher als der reichste Mensch der Welt. Oder irgendwie so, keine Ahnung. So, hier haben wir Holz. Alles, was mit Holz zu tun hat. Also du zum Beispiel und du zum Beispiel und du zum Beispiel. Und du zum Beispiel. So, hier ist allerlei Dingsgedöns. Wir gucken erstmal hier lang. Hier haben wir das und das und. Gut. Ganz andere Scheiß schmeiße ich erstmal hier rein. So, haben wir ein leeres Inventar. Und jetzt können wir hier so. Warum sind die Fackeln hier drin? Warum sind die Stöcker hier drin? Hä? Bin ich dumm oder so? Mach mal bitte da und da rein. Kein Respekt mehr. So, jetzt wirst du abgebaut. Hier müsste jetzt wahrscheinlich alles gedroppt werden gleich. Ja, mach ich doch. Ach, weil leider wird halt nicht automatisch die andere Kiste verschoben, sondern die Kiste, die du quasi abbaust, ist quasi die entsprechende Hälfte in der Kiste. Das heißt, wenn du halt die linke Kiste abbaust von der Doppelkiste, baust du die obere Hälfte ab. Das heißt, alles, was da drin ist, wird einfach gedroppt. Und wenn du die rechte Hälfte abbaust, baust du quasi die untere Hälfte ab und es wird halt einfach gedroppt. Obwohl es halt schön wäre, wenn die untere Hälfte sowieso leer ist, dass er dann das von der oberen Hälfte in die untere Hälfte schiebt, aber macht er leider nicht. Von daher, ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht, ne? Ist ja schnell durchgeklickt hier. So, perfekt. Jütchen, sieht wahrscheinlich schon gleich viel schöner aus. So, jetzt haben wir unser Namensschild. Das bist du. Und dann müssen wir dem Pferd noch einen schönen Namen überlegen. Aber das machen wir wahrscheinlich am besten mal in der nächsten Folge. Ja. Bis dann, ne? Das Bild ist übrigens garantiert wieder nicht YouTube-freundlich. Ah ja, egal. Monetarisiert werde ich ja eh nicht. Von daher drauf geschissen. Wo ist Ende? Da ist Ende. Gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich und wenn nicht, dann halt nicht. Bis dann.